gleiche Ausfahrt. Er ruft an, ich kann gerade nichts sagen, Miriam. Super. Das ist jetzt der Bikini, mit dem ich da was mache. Was mache? Das hört sich ein bisschen crazy an. Guten Morgen aus nochmal Mallorca und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein Vlog, ein Vacation-Vlog. Und ich dachte, ich starte direkt hier auf dem Balkon. Wir gehen jetzt aber erstmal runter. Jetzt ist noch nicht so richtig Vacation-Mode. Ich gehe jetzt ganz kurz ins Foyer, glaube ich. Mit meinem Laptop. Ich muss noch ein paar Sachen machen am Laptop und dann geht's ins Gym. Und dann Miri liegt hier und wartet schon ganz patiently auf mich und bearbeitet währenddessen ihre Bilder. Wie kommst du voran? Ah, sie ist schon fertig. Dann gibt es noch mehr Bilder jetzt zu bearbeiten einfach. Ja, jedenfalls Miri bearbeitet jetzt noch ein bisschen Bilder. Wir gehen danach ins Gym. Dann ein bisschen kurz Poolchill. Wir haben einen Freizeitstress hier, sage ich euch. Miri, darf ich dich filmen? Darf ich nicht. Wir haben Freizeitstress. Wir treffen hier so viele Freunde, dass wir heute schon wieder uns verabredet haben für nachmittags, dass wir schon fast so sind, dass wir sagen, wir machen jetzt die nächsten Tage. Wir können nicht mehr. Wir machen die nächsten Tage nichts mehr mit anderen Menschen. Wir wollen einfach nur noch chillen. Heute ist nochmal Freizeitstress angesagt. Aber ich nehme euch mit. Ich nehme euch mit. Wir haben endlich unser Auto. Wir sind mobile jetzt endlich. Und ich hoffe, der Tag wird spaßig, cool und aufregend. Auch für euch. Bis später. Und direkt ein Szenenwechsel. Ich bin in meinem Strandoutfit. Okay, und hier ist quasi noch unser Fitnesszeug. Alles müssen wir aufräumen. Ich bin im Bikini und gehe jetzt direkt am Strand. Und ich muss euch echt was Schlimmes erzählen. Ich habe heute einen Traum gehabt. Ich erzähle euch den ganz kurz. Moment, ich wechsle dafür für direkt mal kurz die Kamera. Also nochmal. Ich habe geträumt, dass die Deutsche nächste Woche wäre. Und es war dann so in meinem Traum, dass wir dann schon voll in der Passkontrolle standen. Und plötzlich ihr müsst jetzt alle hoch, ihr müsst jetzt tanzen. Ich habe richtig Panik gehabt, als ich heute Morgen aufgewacht bin. Also ich war so richtig gestresst innerlich einfach nur, weil ich dachte, also nicht, dass die Mädels schlecht sind. Ich muss echt sagen, so wie die Polka bisher getanzt wird, sieht die schon total schön aus. Also die Mädels tanzen das, was wir haben, schon mega gut. Nur, der Tanz ist einfach nicht fertig. Und ich dachte mir einfach nur, ich gehe nicht mit einer halbfertigen Polka auf die Bühne. Miri ist schon wieder natürlich. Miri ist schon wieder am Schokodrink trinken. Sorry. Ja, wir haben, wie viel Uhr ist denn jetzt? Kurz nach 12, also Essenszeit. Ich bin eine Rentnerin. Miri ist um 12 hungrig. Ich warte jetzt noch ein bisschen, weil ich habe echt noch. Oh, mein Arm fällt gleich ab. Ich habe noch gar keinen Hunger. Wir kamen gerade vom Fitness übrigens. Haben HIIT gemacht, ein bisschen noch Krafttraining. Ich muss dir was sagen, ich habe nämlich heute nicht. Ich habe jetzt heute doch nicht meine Streckübungssachen heute noch gemacht. Ich habe andere Sachen noch drin. Ja, Miri habe ich gezwungen, weil die anderen mussten es gestern im Training machen. Die anderen, ich schreibe denen immer übrigens einen Plan, wie die das, was sie im Training trainieren sollen. Und dann schreibe ich denen halt immer auf, was sie machen sollen, wenn ich mal nicht da bin. Und dann machen die das. Also die sind übelst fleißig. Ich habe denen gerade schon eine Nachricht in WhatsApp geschrieben, dass ich voll stolz bin, dass die immer alles machen, was ich ihnen sag, auch wenn ich nicht da bin. Hier sieht man mich übrigens von hinten. Und hier seht ihr, wie mein Arm fast abfällt. Und ja, jedenfalls, ich bin froh, dass es nur ein Traum war. Und jetzt werde ich mich hinsetzen an den Strand und werde die Polka weiterstellen. Ich werde jetzt mein Headset mitnehmen, Musik laufen lassen, Polka fertigstellen, damit falls irgendwas Universum sagt, so, nächsten Monat ist die Deutsche, dass wir gewinnen. Scherz. Oder vielleicht auch gar kein Scherz. Mhm. Auf jeden Fall werde ich jetzt die Polka weiterstellen und Suntanning machen. Sunbathing. Jetzt los zum Pool. Ich kann euch mal ein bisschen zeigen, das ist hier so diese, ja, Lobby, was auch immer. Hier arbeite ich im Stehen, ganz cool, finde ich immer überall Spots. Und dann gehen wir hier raus, so. Und kommen hier, ich darf hier nicht zu lange filmen, wegen der Musik wahrscheinlich. Und hier ist die Pool-Area. Jetzt müssen wir erstmal uns wo legen wir uns hin, Miri? Wir müssen uns mal Liegen suchen. Wir haben das ganze System hier am Pool schon verstanden. Es gibt nämlich zwei Sorten von Liegen. Wir haben jetzt zum Glück noch die guten gekriegt. Also wissen jetzt, ob die gute und dann gibt es noch eine andere Sorte von Liegen und die sind sau unbequem. Wir haben es geschafft, wir haben die guten gekriegt. Ich habe jetzt meine Matcha Latte noch dabei. Mein Matcha Tee dabei. Und ein Wasser. Und ich werde jetzt wieder mal nach einem Cup mit Eiswürfeln und Sojamilch fragen. Und dann mixe ich das einfach mit rein und dann habe ich quasi eine Eis-Matcha-Latte. Geil. Und ich fange jetzt, wie gesagt, an, Tanz zu stellen. Wir haben an der Rezeption nach Stift und Papier gefragt. Und Miri, bist du ready? Darf ich filmen? Nein, danke. Sorry. Wir gehen jetzt gleich zum Beach, wo wir uns mit noch anderen Leuten treffen, die wir hier kennengelernt haben.
Und ich zeige euch gleich my dream car, mit dem wir jetzt gleich dahin fahren. Wir haben uns endlich ein Auto geliehen. Und ich höre jetzt auf zu filmen hier, weil hier sind zu viele Leute, die hier rumfahren. Es ist mir zu laut. Ich bin zu viel Motorgetue hier. Übrigens, ich fühle mich wie so ein Backpacker. Wow. Ich fühle mich wie so ein Backpacker mit meinem Rucksack hier hinten drauf. Und ja, hier hat eure Strandbag. Freust du dich jetzt auf den? Ja, das habe ich schon gerade meinen Arm richtig schön unverlaut. Ich meine, freust du dich auf den Strand? Ja. Jetzt sind wir gespannt, wie es da aussieht. Heute ist ein bisschen bewölkt, muss ich sagen, sieht man hier. Ja, aber besser als gestern. Da war es richtig windig und fresh. Gestern war es windig, fresh und kalt. Die Tage davor war es brutal heiß. Ja. Und das kann man offensichtlich nicht recht machen. Nee. Aber egal, vielleicht ist es da, wo wir hingehen. Vielleicht ist da jetzt wunderschön, richtig schön Sonne. Sind wir mal gespannt, Ho. Und hier ist unser schöner Fiat 500. Ich lieb's ja, wenn es innen hell ist alles. Ich finde es jetzt so schick aus. Und wir waren schon fleißig hier am Maiswaffel essen, was man auch direkt sieht. Gestern auf unserem Trip. Und hier liegt noch die Hummusverpackung. Aber ja. Das hört sich an wie meine White Noise Machine. Ja. Scherz. Die richtig gut ist. Also wenn ihr Interesse an der White Noise Machine habt, Bombe. Ja, also wir fahren jetzt wie gesagt los. Hopsa. Und direkt Bibi und Tina. Wir stecken unser Handy ein und was kommt? Bibi und Tina. Ich muss mein Handy übrigens nachher noch auf jeden Fall laden, Miriam. Ich auch. Weil ich muss um 18 Uhr mein neues Video, mein What I Eat in a Day hochladen. Ich mach das mal aus. Okay. Hui. Sollten vielleicht die Navi anschnallen. Ja. Wir sind wirklich irgendwo im Nirgendwo und müssen jetzt einen mega steinigen Weg. Da sind wir jetzt gerade hochgewandert. Und ich hoffe, wir finden den richtigen Weg. Weil ich habe keinen Plan. Wohin? Ich weiß es nicht. Für mich sieht es nach Strand eigentlich eher nach unten aus, oder? 100% verlaufen wir uns noch so krass, dass wir gar nicht mehr heimfinden. Das kleine Problem ist auch folgendes, dass wir keinen Sprit mehr im Auto haben. Und wir dachten, wir können irgendwo auf dem Weg tanken, aber hier war einfach nichts zu tanken. Deswegen hoffen wir jetzt mal, dass wir nachher genug Sprit noch haben. Oh, hört ihr das? Was für ein Konzert ist das von diesen Grillen? Crazy. Also, ich bin gespannt. Also hier ist schon mal Sand, du hast recht, hier ist schon mal Sand. Das hört, also, fühlt sich schon ein bisschen nach Strand an. Aber kein mehr gerade in irgendeiner Nähe. Ich würde am liebsten zurückspulen an die Stelle, wo ich gesagt habe, ich glaube, wir müssen hier rechts. Und an der Stelle mussten wir eigentlich links. Wir sind jetzt so lange in die falsche Richtung gelaufen, haben uns verlaufen. Ihr seht übrigens, ich bin gerade nicht am Strand, ich bin am Auto. Wir sind im Auto, wir sind nass geschwitzt. Sind irgendwann umgedreht, weil wir gedacht haben, es kann nicht sein, dass wir seit einer halben Stunde in irgendeine Richtung laufen. Uns war klar, dass wir ein bisschen da laufen mussten, aber wir sind ewig gelaufen. Und jetzt sind wir zurückgelaufen, haben auf dem Weg, jetzt aber egal, das Ganze kommt wieder zurück. Wir haben mega coole Australier getroffen. Ganz witzige Leute, mit denen machen wir vielleicht morgen vielleicht. Mal gucken. Wir reden eigentlich, wie gesagt, in Freizeit. Aber wir treffen hier in Spanien so viele Leute. Wirklich. Ich finde es eigentlich mega cool. Irgendwelche Dates quasi mit also keine Dates. Friends Dates. Mit denen wir dann zum Beach gehen oder so. Das ist eigentlich richtig cool. Und jetzt haben wir eigentlich für morgen coole Australier kennengelernt. Ja, jedenfalls haben die uns gesagt, weil die kamen komplett verschwitzt da zurück. Wir haben die wieder fast dann am Auto gesehen, als wir irgendwann umgedreht sind, haben gemeint, wir kommen gerade vom Beach. Und wir so, ja, wo ist er? It's a 35 minutes walk from here. Und wir haben ich gerade beide gesagt. Ja, einfach nur hügelig über Stock und Stein. Und wir, und unsere, die Leute, mit denen wir uns eigentlich verabredet haben, haben uns einfach über von eine Stunde versetzt. Die sind dann erst losgelaufen, als wir wieder zurückkamen von dem ganzen Ding. Und dann haben wir gesagt, hey Leute, es tut uns echt leid, wir gehen zurück zum Hotel. Da haben wir unseren Pool, unseren Beach. What is that today? Ja. Was ist das? The struggle is real, eh? The struggle is so real. Wir werden von allen überholt. Das haben wir so langsam. Das Auto geht aber auch nicht schneller. Ich gebe mein Bestes und ich kann mehr Sprit verbrauchen. Oh Mann. Jedenfalls, unser Plan now ist, erstmal eine Tankstelle finden, die irgendwie nirgendwo ist. Und dann, Miri, bitte, können wir dann noch in irgendeinen Supermarkt gehen? Oh nee, ich will jetzt echt ans Meer. Hummus oder sowas kaufen? Nur ganz kurz Hummus kaufen. Miri, ganz kurz Hummus. Ich bin hier auch. Ich möchte auch was entscheiden können. Du entscheidest, dass wir morgen wieder ein Date haben. Kann ich bitte, können wir in irgendeinem Supermarkt halt Hummus kaufen? Welche Ausfahrt? Oh nee, jetzt ruft er. Welche Ausfahrt? Der ruft an, ich kann gerade nichts sagen, Miriam. Super. Ja, richtig. Richtige Ausfahrt. Wir sind jetzt wieder richtig. Kurz mal Stress-Situation gehabt. Ja. Okay, es geht weiter. Das ist die Straße. Seht ihr irgendwo eine Tankstelle?
Nein, ich auch nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange wir das hier noch aushalten. Ich stehe nicht mehr meine Reichweite dran. Wir schaffen das. Miri, wir schaffen das. Eine Sache gibt, die mich von Miri unterscheidet, ist, dass ich es richtig genieße, im Ausland in Supermärkte zu gehen, weil ich immer den Sortiment und so sehen will. Und Miri nervt es eher. Deswegen, für mich ist es jetzt cool quasi. Für mich ist es jetzt ein Event und für Miri ist es nervig. Wir sind schon den ganzen Urlaub auf der Suche nach Feigen, haben es nur bei jemandem auf der Finca welche im Garten gefunden, aber in keinem Supermarkt. Und ganz ehrlich, wow, und hier gibt es Kochbananen. Die lieb ich. Damit habe ich auch schon mal ein What I Eat in a Day gemacht mit einem mega geilen Rezept mit Kochbananen. Wo ist Miri? Ah. Miri, hier gibt es Guacamole auch. Willst du lieber Hummus oder Guacamole? Ja, ich guck mal, ob es vegan ist überhaupt oder ob irgendwas. Kann mir bei denen vorstellen, dass die irgendwas noch Milch untermischen oder so. Boah, bildlich, dass die sogar hier Sprossen haben. Und eigentlich, Miri, wäre so ein Salat auch mal richtig geil wieder so zum Mittag. Wenn die Kombucha haben, Leute, ich habe Kombucha gefunden, das nehme ich natürlich mit, haben die 100% auch Hummus. Miri ist schon ein bisschen angepisst, weil wir noch keinen Hummus gefunden haben. Aber hier sieht eigentlich, das sieht nach einer Ecke aus, die mir vorkommt, als hätte sogar einen veganen Joghurt. Wir haben die Hummus-Ecke gefunden. Und Tofu gibt's auch. Und Quinoa. Und was für ein Hummus nehmen wir? Ich würde sagen, das ist mit Falafel. Aber hier steht halt alle Ingredients immer nur auf der anderen Sprache. Und das kann ich halt nicht lesen. Deswegen nehmen wir, willst du die Sorte mitnehmen? Alles, glaube ich, Pepperoni. Wir haben jetzt Guacamole und Dingen. Ich glaube, das reicht. Wir sind ja jetzt eigentlich nur noch mittags. Direkt mal einen Shopping-Haul machen. Wir haben Hummus, Kombucha, Gurke, Guacamole und ein Smoothie. Und im Hotel haben wir noch Maishaffen und Karotten heute Morgen gekauft. Und dann snacken wir jetzt erstmal unser Mittagessen daran. Also mein Kombucha, den ich hier gefunden habe, die Ingredients natürlich, warum sollten sie auch auf Englisch dran stehen, stehen nicht auf Englisch dran, sondern nur auf Spanisch. Aber da steht, ich konnte irgendwas mit Fermented lesen. Ob der raw ist, weiß ich natürlich nicht. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass der raw ist. Aber schmecken tut er ganz schön herb eigentlich. Also ich habe bei meinem Wir haben richtig lange gegoogelt und habe geschaut, was die ganzen Wörter auf Spanisch heißen. Weil ich wollte jetzt nichts haben, was noch zu kurz im Innen drin hat. Ja, da muss man voll oft aufpassen. Übelst oft sind Smoothies, die man halt kaufen kann. Gerade so beim Lidl ist es voll oft zum Beispiel, die Smoothies, die man kauft beim Lidl, ist mega oft noch Zucker hinzugefügt. Und da ist aber jetzt, war jetzt kein Zucker hinzu, nur Fruit. Ja. Trotzdem sind natürlich selber gemachte Smoothies immer besser. Aber haben wir jetzt halt keinen Mixer da. Hello again. Ich guck gerade so nach unten, weil ich gerade dachte, ich werde beobachtet. Ich komme mir vor wie der worst Vlogger ever, weil ich die ganze Zeit nicht vlogge und der Vlog jetzt über 2 Tage geht. Aber ich wollte euch noch ganz kurz unseren wunderschönen Aufblick zeigen, den wir von unserem Zimmer, ich weiß gar nicht, ob ich den euch schon gezeigt habe, aber wenn nicht, dann habe ich ihn euch jetzt gezeigt. Und was wir machen, wir haben uns jetzt Ewigkeiten gerichtet, wir haben unser Auto zurückgebracht und wir haben... Doch, ich finde, wir haben lange jetzt... Also, ich habe Hunger, ist egal. Ich habe einfach nur Hunger, deswegen will ich gerade einfach nur essen. Wir sind eigentlich immer ganz hart. Wir denken wahrscheinlich gar nicht, aber wir brauchen... Ja, okay. Wer braucht krass schnell? Ja. Ich bin extrem schnell, Stopp, oder? Ich wusste nur, dass ich anziehen würde. Ja, und ich wusste es auch nicht und trotzdem bin ich immer richtig schnell. Ja, ich habe... Was habe ich jetzt an? Ich zeige es mal ganz kurz. Ich habe jetzt so ein Ding an. Solche Hosen habe ich ja nie an. Mit so einem Crop-Top. Und mit solchen Hosen komme ich gar nicht so richtig klar, weil ich sowas immer nie anhabe. Miri hat sowas ständig an. Miri hat jetzt dafür heute was Ungewohntes für sie an. Nämlich ein Kleid. Miri hat eigentlich nie Kleider an. Ja, wir sind gespannt. Heute ist... Upsi, ich habe meinen Lippenstift gerade angelegt. Heute ist Espanol Night, also spanische Nacht. Und wir sind gespannt, was zu essen gibt. Gestern gab es richtig geil. Gestern war, glaube ich, asiatische Nacht. Meine Haare sind noch ein bisschen nass. Und es gab einfach Sushi, Tofu... Alles Mögliche, es war so geil und ich hoffe, dass es heute wieder richtig viel zu essen gibt. Und ja, jetzt gehen wir mal los, Bauch vollschlagen und dann machen wir, wo ist denn unser Uno? Wir machen Uno-Abend. Wer spielt noch gerne Uno außer mir? Was machen wir am Samstag? Auf die Weinlaube gehen. Wir kommen anderthalb und dann geht es direkt weiter. Also dann direkt. Ist heute wieder, glaube ich, echt verschmiert, sorry. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie vielleicht Bundisch einsehen habe. Okay, also, falls wir es haben, sorry. Jetzt hier bin ich auf jeden Fall rot. Wir melden uns später wieder. Sieht man das gescheit eigentlich? Nee, gell? Ja, doch, aber es kommt. Echt? Und Miri und ich... Achtung, hallo. Hallo. Sind sowas von voll, es ist nicht normal. Ich kann es mal. Ich würde es mal gerne zeigen. Ich
bisschen komisch zu fühlen. Ich habe so ein... Oh, ich sehe echt schwanger aus. Wir sind einfach nur voll, obwohl es gar nicht mal so geil war. Nee, wirklich. Aber wir haben trotzdem viel gegessen. Stimmt. Was machst du? Gerade kurz Insta checken. Ach so. Und ich gucke jetzt mal die Bilder an, die wir heute gemacht haben. Moment. So, hier alles drauf. Muss ich jetzt alles der Miri schicken. Bereit? Vielleicht mal als Tipp, falls ihr jetzt nicht wisst, ihr könnt mehrere Sachen nicht nur so anklicken, sondern wenn ihr so macht, gehen auch mehrere. Cool, oder? Bitteschön. So, es ist der nächste Tag und ja, irgendwie, ihr seht schon, in diesem Vlog ist irgendwie der Wurm drin. Gestern Abend habe ich, also erstens habt ihr mitgekriegt das Ganze mit dem, dass wir Ewigkeiten wohin gefahren sind, Ewigkeiten uns verlaufen haben, damit hat es ja angefangen. Dann der nächste Tag und gestern hatten wir dann, ich hatte mega plötzlich Zahnschmerzen. Ich habe so einen kälteempfindlichen Zahn hier rechts und dann war ich irgendwie abends dann nur noch schlecht gelaunt. Miri hat gerade Kopfweh gehabt. Jetzt hat Miri heute das Gefühl gehabt, sie hat Halsschmerzen. Also irgendwie dieser Urlaub ist irgendwie so ein bisschen bisher der Wurm drin gewesen. Miri ist hinter mir. Wir machen uns gerade fertig. Und jetzt Achtung, es hört nicht auf. Ich habe jetzt gleich ein Shooting. Habe jetzt den Tag über im Pool verbracht, so ein bisschen. War auch im Fitness übrigens. Das war alles noch cool. Und jetzt wache ich auf und habe irgendwie ein angeschwollenes Auge. Weil ich glaube, ich habe hier einen Stich. Also ich habe irgendwie einen Stich und dadurch ist mein Auge angeschwollen. Glaube ich, oder ich weiß nicht warum, auf jeden Fall ist mein Auge angeschwollen. Ich habe jetzt ein Shooting, ich habe jetzt versucht, das Beste draus zu machen. Also ich glaube, man kann es auch nicht so gut sehen. Ich bin ganz froh, weil ich glaube, also man sieht es, also ich, mir fällt es auf, wenn ich in den Spiegel gucke. Mir auch. Der Miri fällt es auch auf, von der Seite, cool. Ja, wir machen jetzt ein Shooting mit jemandem, der hat mich einer auf Instagram angeschrieben, Fotograf, ob ich Lust hätte, auf Mallorca zu shooten. Das heißt, wir machen jetzt im Bikini ein paar Bilder, in einem Outfit ein paar Bilder. Das ist jetzt der Bikini, mit dem ich da was machen. Das hört sich ein bisschen crazy an. Shooten will und mein Outfit soll wahrscheinlich mein rotes Ding werden. Muss ich kurz suchen, Moment. Und zeig's euch dann. Und ja, das wird das Outfit, was ich jetzt noch mitnehme. Ja, wir haben eh nicht so viel Zeit, deswegen, ich habe jetzt noch einen anderen Bikini dabei. Ich nehme jetzt gar nicht so viel mit, weil wie gesagt, wir haben eh nicht so viel Zeit. Das heißt, wir werden da jetzt nicht Ewigkeiten shooten. Miriam wird auch Bilder machen. Sieht man es jetzt? Man sieht auf jeden Fall den Stich. I don't know. Die Results seht ihr auf jeden Fall dann auf Instagram wahrscheinlich. Es ist unser letzter Abend und ich beende jetzt wahrscheinlich einfach den Vlog, weil, ja, irgendwie, wie gesagt, ich habe nichts, wir haben nichts Besonderes mehr. Wir werden unseren Abend ein bisschen auskurieren von unserem Schlafmangel. Der Urlaub war alles in allem richtig schön. Es war einfach anstrengend irgendwie. Wir haben so viel gemacht, wir haben so viele Leute kennengelernt. Hatten Schlafmangel, hat Miri Halsweh gekriegt, wir hatten Kopfschmerzen, ich habe Zahnschmerzen immer und also nicht, ich habe einen kälteempfindlichen Zahn, das sind nicht richtige Schmerzen. Ich werde es auf jeden Fall direkt, wenn ich zu Hause bin, zum Zahnarzt gehen und es abchecken lassen. Und ansonsten hoffe ich trotzdem, auch wenn es ein bisschen struggelig war, das Video hat euch gefallen, so ein bisschen, wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr Vlogs sehen wollt, dann kommentiert und ansonsten hoffe ich, dass ihr mich abonniert habt und die Glocke aktiviert habt und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann!